Ja, hallo, ich heiße Frederik, ich bin 20 Jahre, zur Wahl dann 21 Jahre und ich studiere Lehramt, wohne seit anderthalb Jahren in Leipzig und ja, ich war über meine Kindheit und auch Schulzeit sehr unzufrieden. Das ist ein Grund, warum ich mich mehr einbringen möchte und das Jugendparlament wichtig finde als eine Chance für Jugendliche, die Stadt und generell die Gesellschaft jugendgerechter zu gestalten, etwas zu verändern. Und ja, mein Ziel ist eigentlich, ich habe mir jetzt noch gar nicht konkret Gedanken gemacht, sondern ich möchte, dass es für Leipzig Aktionsgruppen, nenne ich es mal, gibt, in denen alle Jugendlichen die Möglichkeit bekommen, Leipzig zu verändern und ihre Meinung kundzutun. Nicht, dass nur ich dann beispielsweise gewählt werde und dann meine Meinung vertreten kann, sondern dass es nicht eine elitäre Gruppe beispielsweise gibt, sondern alle Leipziger Jugendlichen immer die Möglichkeit haben, ihre Meinung einzubringen, dass also ein sehr flexibler Prozess entsteht. Genau, was mache ich sonst? Ich gebe bereits Nachhilfe, weil ich ja, das sehr wichtig finde, auch für mein Studium, da ich Lehramt studiere. Und meine Hobbys sind, ja, meistens mache ich sehr eigenartige Sachen mit Freunden, wo mich dann immer Leute ansprechen, warum ich so seltsam bin und sonst eigentlich wenig. Okay, ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Stimme gebt, damit wir gemeinsam Leipzig gestalten können.